Über 100.000 Menschen kamen gestern Abend zum Wiener Heldenplatz, um beim Konzert Voices for Refugees dabei zu sein. Viele Sänger und Musiker stellten sich auf die Bühne, um Flüchtlinge zu unterstützen und vielleicht auch ein bisschen mehr Akzeptanz bei den Österreicherinnen und Österreichern zu erreichen. Versteht man Menschen, die sagen, ich komme nicht hierher, weil ich Angst habe? Versteht man das auch? Ja, also man muss schon die Ängste der Menschen ernst nehmen, aber genau deshalb sollte man hergehen, damit man eben die Angst vor dem Fremden verliert. Ich sage ja immer, das Gegenteil von Angst ist Liebe. Und das Problem ist, wenn die Angst irgendwann mal zum Hass wird, und beim Hass gibt es kein positives Pendant dazu, dann wird es, finde ich, ein bisschen gefährlich. Natürlich, Angst ist doch ein durchaus gesundes und regulatives Gefühl. Aber wer würde schon ewig in Angst leben? Das ist doch eine unangenehme Situation. Und insofern ist der einzige Weg, auf die Menschen zuzugehen und zu schauen, wer sind die überhaupt. Bereichert es ein Leben, wenn man andere Menschen kennenlernt? Ja, absolut. Jede Begegnung mit Menschen, die ich nicht kannte, jede Situation, die ich erleben darf, die ich vorher noch nicht kannte, lässt mich zumindest wachsen, inspiriert mich und bringt mich weiter. They are human beings. Das sind doch alle Menschen wie du und ich. Wir sollten zumindest versuchen, in Frieden zusammenzuleben. Man kann doch nicht so gefühlskalt sein und eine Mauer um sich bilden. Couragiertes und mutiges Handeln ist jetzt gefragt. Es ist zwar anstrengend, aber wir sollten alle daran arbeiten, dass wir miteinander gut auskommen. Es kommt ja immer der Vorwurf, wer zu viel Mitgefühl hat, hat keinen Verstand. Das wird einem immer wieder um die Ohren geschlagen. Es ist so idiotisch, der Satz, er ist so falsch. Ein Verstand, der nicht angebunden ist ans Menschliche und ans Mitgefühl, ist ein illusionärer Irrsinn. Es fängt bei sich selbst an. Wie komme ich mit mir klar, wie komme ich mit meinem Leben klar? Gönn ich jemanden mein tolles Land? Ja, also das ist alles so eine Geschichte, wenn ich sage, hey, wenn ich das Gefühl habe, das ist so schön da und es ist genug Platz für alle da, dann streue ich das auch aus. Wenn ich sage, hey, ist alles Arsch da, ja, dann ist es halt schwierig. Ja. Also da muss man schon irgendwie bei sich selber anfangen. Ich glaube, man muss mit sich selbst irgendwie, ja, mit sich selbst im Reinen sein. Und so sah der Heldenplatz von oben aus. Wir waren anlässlich der langen Nacht der Museen am Dach des Naturhistorischen Museums.